Paddy, 26:32 Niederlage gegen den ASV Hamm-Westfalen. Es war heute dein erstes Heimspiel nach 6-monatiger Verletzungspause. Trotz der Niederlage, wie hat es sich für dich angefühlt? Ja, war ein schöner Moment, hier wieder auf der Platte zu stehen, gerade vor heimischem Publikum. Nichtsdestotrotz haben wir uns alle viel mehr vorgenommen heute. Klar war es ein schöner Moment für mich heute, hier vor der heimischen Kulisse zu spielen, aber mit dem Ergebnis können wir heute nicht zufrieden sein. Tom, eure Fans haben heute Mitte der zweiten Halbzeit gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Hat euch ein bisschen der Biss gefehlt? Ihr tut euch immer schwer, nach Spielpausen wieder in die Spiele reinzukommen. Gute Frage, ob der Biss gefehlt hat, weiß ich nicht. Wir sind halt einfach, momentan haben wir einfach ein großes Abwehrproblem, oder beziehungsweise im heutigen Spiel war es so. Wir sind einfach nicht richtig ins Spiel reingekommen, am Anfang war es noch ausgeglichen, aber trotzdem haben wir viel zu viele Tore in der ersten Halbzeit in der Abwehr kassiert. Ich glaube, mit 17 Gegentoren gehen wir in die Halbzeit und das ist einfach viel zu viel für unsere Verhältnisse. Klar war die Chancenauswertung heute auch nicht rosig, aber das Hauptproblem sehe ich in der Abwehr, und wenn du dann nicht ins Spiel reinkommst, dann klar versuchst du zu kämpfen, aber du hast dann auch irgendwie keine Erfolgserlebnisse, an denen du dich hochziehen kannst, und ja, deshalb geht uns dann das Spiel flöten. Andreas Thomas, 32 Gegentore. Was sagt das auch über die Torhüterleistung heute aus? Es haben ja beide gespielt, Konstantin Madert und dann in der zweiten Halbzeit Max Prustmann. Ja, ist für Torhüter ein denkbar schwieriges Spiel, weil natürlich immer ein Zusammenwirken zwischen Deckung und Torhüter notwendig ist im Spiel. Und wir haben gleich am Anfang gesehen, dass Konstantin Madert Schwierigkeiten hatte, mit der Deckung zusammenzuarbeiten. Die Deckung hat teilweise falsch gestanden. Dann ist es für einen Torhüter ganz schwer, in ein Spiel zu kommen, wenn die Bälle um den Deckungsspieler herumgezogen werden. Und da kann man den Torhütern überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist ganz schlicht und ergreifend so eine Entwicklung, eine Dynamik im Spiel. Da kommt er nicht ins Spiel und dann passiert es halt, dass man so viele Tore bekommt.